Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play, kurz vor dem Patch 0.9.2. Der kommt am 7. September 2023 und ja, es gibt wieder neue News. Es gibt One-Shot-Chests und Mythic-Chests, glaube ich, oder so. Also One-Shot-Chests werden uns durch die Kampagne begleiten und sind sozusagen ja lohnenswerte Kisten, die einfach einmal aufgehen und dann nicht mehr da sind. Oder geschlossen, oder offen bleiben eher. Und diese anderen, wahrscheinlich Mythic-Chests oder so, die werden dann hier bei den Monolithen sein und ja, natürlich immer nur einmal öffnenbar sein, weil die ja nicht wiederholbar sind oder so. Genau, und wir werden einfach wahrscheinlich eine hohe Chance auf ein Unique-Item haben. Und viele Rares oder so, oder wenig Rares, weiß ich nicht. Auf jeden Fall doch ein bisschen lohnenswerter als diese Goldkisten zu sein, die irgendwie niemand braucht und trotzdem da sind. Ich öffne sie gerne immer wieder, aber sie lohnen sich einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ist so zu fest genervt worden im Laufe der Zeit. Aber ja, umso mehr. Irgendwas zum Einsammeln, desto mehr Spaß macht's. Es darf natürlich einfach nicht irgendwie die Balance außer Kraft setzen oder so. So, wohin müssen wir eigentlich jetzt? Ah, wir müssen einfach Ambush. Also egal wohin wir gehen, wir müssen einfach Gegner töten. So. Der Ambush hat. So. Irgendwie Ambush tönen ein bisschen blöd, wahrscheinlich ist schon Ambush. Im Englischen weiß man halt manchmal nicht, wie halt ein bestimmter. Ja, ein bestimmtes Ding, also Buchstaben einfach heißt, ausgesprochen wird. Aber gut, das ist wieder so ein Wort, das einfach ein bisschen verwirrt, wenn man es nicht kennt. Ich bin natürlich echt nicht gerade so der viel Englischleser und Redner. Möchte es mal gerne ein bisschen besser lernen können, aber viele können noch weniger best gut Englisch als Deutsch, oder? Ist ein bisschen schwer auch zum Sagen. So. Also in der Schule, da haben wir das so langsam gelernt und erst nach der 7. Klasse, glaube ich, haben wir Englisch gehabt. Und ich habe die 8. nicht mal fertig machen können durch die Krankheit. Jo, dann ist natürlich doch auch ein bisschen limitiert. Wenn man halt krank ist, schwer krank ist wie ich, oder? Aber gut, es ist nicht so schlimm. Weil ich ja sowieso Sportler bin und nicht irgendwie so ein Student wie die meisten anderen Let's Player und Livestreamer. Die können ja alles, die geben ja die ganze Zeit an, oder? Muss ich natürlich nicht. Für mich muss ich überhaupt nicht angeben, muss niemand angeben. Ich schätze jeden so, wie er ist. So. Und deshalb muss niemand angeben. Gar niemand. Das macht nur jeder. Wir haben hier so eine stark befahrene Straße. Kommen immer so Lamborghinis und Porsches durch. Ja, die müssen angeben. Ja, die haben ja kein anderes Leben. Oh, die haben Geld. Die haben ein schlechtes Leben. Ja, scheinbar schon. Die müssen angeben, damit jeder erkennt, die haben Geld. Die haben das nur geleast wahrscheinlich. Aber in der Schweiz ist halt alles schon sehr abgehoben. So, einen Punkt noch in Riss und dann können wir wieder auf Schaden mehr gehen. So, also einfach diese Multiplier, Crit-Multiplier, genau. Haben wir genügend Geld? Hey, kommt mal, ihr lieben Ding. Müssen wir die machen, sonst stürzt irgendwann mal das Spiel noch währenddessen ab. Das sind noch wenig Minuten. Also jetzt habe ich es langsam durch, raus, dass es erst nach 30 Minuten abstürzt. Es kann immer noch abstürzen, weil einfach die Engine dann irgendwie überfordert ist. Aber das ist meistens einfach dann, wenn ihr halt im Hintergrund große Programme aufhabt, wie zum Beispiel Aufnahmeprogramme. Oder zum Beispiel so Cheap Chance Experience und so.
MSI Afterburn ist bei mir sehr squishy, also einfach verletzlich und stürzt dann natürlich ab. Dass es halt einfach auch nur zum Screenshot aufnehmen an ist und mehr nicht. So, cool. Was hier so? Ja, recht kleine, schwere Gegner sind. Weil der Bild genau die nicht mag. Ja, Minions allgemein mögen natürlich schnelle Gegner auch nicht. Aber ja, wir haben einfach Ward, der recht schnell weggeht und auch wieder schnell kommt. Und wenn da zu viel Schaden passiert, dann ist es leider. Zum Beispiel Ratten waren in diesem Spiel recht lange sehr stark. Ist leider einfach so gewesen. Jetzt eigentlich auch immer noch ein bisschen, also vor allem herausfordernd. Das ist schon ein Level, das ich jetzt nicht gerade so gerne würde bereisen. Dafür ist irgendwie spannend. Irgendwie so ein bisschen Interesse da. Auch gut. Hm, brauchen wir nicht. Ja, Elementarresistenz auf einem 4er hoch. Ne, zu schwach irgendwie. Und wir haben ja noch einen passiven, wo uns ein bisschen Elementaris gibt. So. Aber das Spiel schafft halt immer wieder die Minion-Builds einfach sehr, sehr interessant und stark zu machen. Dass ich da auch nicht gerade so viel Probleme habe, so squishy bin. Squishy zu bleiben. Da wir einfach nicht die Items haben, die da noch ein bisschen uns zäher machen. Oder einfach auch sehr viel irgendwie etwas verlieren. Oh! Okay, schon lange nicht mehr gesehen. Aber das ist wieder ein Item, das einfach die Farbe von einem Accessoire oder ja, von einer Fähigkeit verändert. Also so eine Braunbär-Eisbär-Wandlung. Also Bärbär. Cool. So. Ja. Gehen wir kurz nochmals umschauen. Nein, brauchen wir eigentlich nicht. Dann nehmen wir einfach die hier mit. Gegner sind wieder ein bisschen stärker und sehr, aber das macht nichts. Hier haben wir dann wieder ein bisschen Gold. Ja, weil einfach der Schaden schon recht hoch ist. Das dauert natürlich ein bisschen. Aber ja, so One-Shots sind natürlich noch viel langweiliger. Ja, und der neue Patch, der bringt wahrscheinlich auch nochmals wieder ein bisschen mehr Herausforderungen. So, kommt. Wieder besiegt. Ja, es sind einfach viel zu viele von diesen großen, schweren Gegnern hier. In Little A. Die machen halt einfach alle Rides kaputt. Aber gut. der hat gar keine wieder... Also... Eine Cast-Zeit gehabt. Okay. Ja, die sind ein bisschen broken hier. Ja. Ziemlich unfair. Aber wahrscheinlich war es nur optisch. Also ich habe jetzt keinen Schaden gesehen, da bei der kleinen Balken oben. Der Wallbalken. Nur optisch scheinbar. Jo. Diese neue Akte, also überarbeitete Akte, die werden wahrscheinlich wieder sehr schön aussehen. Wie Akt 1 ja auch ziemlich überarbeitet wurde, kürzlich. Das war im März, gell? Jo, die sind jetzt natürlich Akt 4 und 6 dran. Das heißt, es gibt auch neue Echos. Also ihr seht jetzt zum Beispiel, das Level ist recht. Ja, da geht es einfach nach rechts in einem breiten Muster, oder? So eine ja, längere Wurst. Aber es gibt manche, wo es richtig lange Sackgassen hat. Und die wollen sie ausbügeln. Die haben sie gesagt, sie machen es jetzt im Patch. So, dass es eigentlich immer so ein Rundgang wäre oder einfach nicht gerade Sackgassen entstehen.
Freue ich mich auch, hat es aber zum Beispiel bei Diablo 3 dann einfach auch ein bisschen langweiliger gemacht. Cool, ja, aber ja, dass man einfach nicht mehr zurücklaufen müsste, aber und sah alles halt einfach auch so ein bisschen weniger erwartungsvoll aus. Und hat einfach die Levels ein bisschen langweiliger gemacht, aber nicht so viel. Aber es ist nicht realistisch, oder? Man braucht doch Sackgassen, aber Real Life. Finde ich jetzt eben, muss nicht unbedingt sein. Sackgassen gehören dazu. Ja, sind ja auch meistens nicht so mega weit und groß gewesen. Also mir ist jetzt fast nie aufgefallen, dass ich wirklich genervt war von irgendwelchen Sackgassen. Aber ihr kennt ja wahrscheinlich dieses Turmgebiet von Akt 8 mit dem großen Turm. Davor sind überall Sackgassen. Das hätten sie wirklich früher schon ein bisschen verbessern sollen. Sonst weiß ich ja nicht gerade. Boah, wie viele Gegner. Zusammen. Die Großen, die müssen unbedingt weniger viel kommen. Es sieht einfach auch sehr unrealistisch aus, wenn so viele kommen. Fällt mir aber jetzt auch gerade in diesem Level sehr auf. Und wie soll ich jetzt hier laufen? Ich weiß nicht, welche Richtung. Ja, also Eiskavernen, wirklich tolles Gebiet, aber doch sehr komisch und nervig zu spielen. Aber immerhin, haben wir schon mal einen. Auf Dauer, oder wollt ihr natürlich auch nicht so große Gebiete haben wie dieses Gebiet. Ist mir eben persönlich halt jetzt nicht so schlimm, in ein Gebiet 20 Minuten geht und das andere 2 Minuten. Aber zum Beispiel, aber das fällt jetzt schon sehr auf. Das ist einfach ziemlich nervige Gegner. Die haben plötzlich geschossen wieder. Weil der Angriff, der ist auch sehr stark. Ich bin auch öfters wirklich überrascht mit dem Schaden. So. Weiß ja gar nicht, was das ist. Also das können nur die. Ob das eine Art. Wie heißt der Angriff? Eistorn ist einfach groß. Kann schon sein und deshalb einfach auch ziemlich OP ist. So, also bald haben wir dann die Quests hier erreicht. Loading Echo. Vielleicht habt ihr es auch so ein bisschen mitbekommen, von 1 oder 2 Jahren gab es ja so relativ ähnliche neue Gebiete, wo einfach mega den CPU und die RAM überlastet hat und so. Die sind immer noch drin, aber sind, glaube ich, nicht mehr so belastet. Also, die brauchen nicht mehr so viel Leistung. Dass die wiederbelebenden Gegner auch noch erkennbar sind, haben sie sehr gut gemacht. Sieht auch irgendwie schön aus, wenn sie so grün sind. Aber hätten sie nicht irgendwie sie ein bisschen nerven können, nur noch halb oder ein Viertel Leben haben oder einfach irgendwie schlechter werden? Das ist ja irgendwie genau der Boni, den man nie drauf haben. Zum Beispiel hier auch wieder. Aua, ja, ich wollte hast. Die sind schon nervig, weil sie einfach auch sehr viel Knockback haben. Stun. Aber irgendwie cool. So richtig übertrieben. Sie sind nie sehr schwer, weil sie ja meistens nur einmal dick Schaden machen. Das ist eben dieser Angriff mit dieser Missexplosion. Und die auch mit den großen Keulen, die wirbeln einfach einmal und dann machen eine riesen Pause, machen da noch einen schweren Einzelangriff. Und dann kommen sie wieder zum Wirbeln, aber dann einfach viel zu spät. So lange braucht man eigentlich nie fürs Ding. Ja, es ist jetzt gerade echt wenig Drops. Ich weiß nicht, dieses Gebiet droppt halt einfach die Unix und die Ra ist eher nicht so für diesen Bild.
Ja, und deshalb sind alle blau. So. Nee. Ich weiß nicht, was die grünen sind, aber die sind einfach ein bisschen besser als die blauen. Aber einfach auch immer noch zu schlecht. So, ein neues Level bald. Und den Hintergrund vom gelben und weißen Alpen sollte ein bisschen unterschiedliches sein. Wäre auch noch nicht schlecht. So, hier oben hätten wir 4 Corruption, also gehen wir lieber runter. Sind auch nicht Maximum. Was wollte ich schauen wegen dem Level, genau. Speere brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich gehe noch eins hoch und dann zu den Dolchen rüber. So, eine Arena. Sehr schön. Arenen, die einfach bei den Echos vorkommen, die sind manchmal echt smooth. Und sehr schön, angenehm und ja, nicht immer so lange. Aber wir könnten eigentlich jetzt bald dann mal in die Arena gehen. Die sind aber wirklich überhaupt nicht nützlich, solange sie nicht Helden drin haben oder so. Ich habe ja auch schon ein paar Schlüssel gefunden, die findet man, wenn man über Corruption hat. Also, ja, 100 Corruption hat auf einem der Monolithen. Erscheinen die. Also droppen die dann. Und die sind dann wirklich schwer. Da muss man schon Level 80 sein wahrscheinlich.